aufgrund der hohen Brandintensität mussten zum normalen Löschwasserversorgen auf dem Gelände im öffentlichen Netz die nahe, in unmittelbarer Nähe mit mehreren tragbaren Kraftspritzen angezapft werden, sodass die Wasserleistung ausreichend war, um den Brand zu bekämpfen. Des Weiteren ist erfreulich zu erwähnen, dass es sowohl beim Betreiber als auch bei den Mitarbeitern als auch zum jetzigen Zeitpunkt von den eingesetzten Einsatzkräften keine Verletzten oder Schäden zu beklagen sind. Und wir sind auch sicher, dass es auch weiterhin so bleibt.